Ayo, was geht ab, Freunde? Allgemein Staffel, ich herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Call of Duty Black Ops 3 im Story-Modus. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben Okay, und wir haben noch wegen 2 Minuten dem, was passiert Missionen ist, vor uns. Ich würde was du sagen, gesagt hast. die machen wir noch. Dafür ist jetzt keine Zeit. Und Ich habe mich geirrt. ja, rein Einen da, Moment mit lang der habe Menora, ich Digga, da kenne gezweifelt. ich gar nichts. Da kenne ich nichts. Mal gucken, wie es endet, beziehungsweise weitergeht. Ich bin gespannt. Edwards hatte recht. Taylor hatte einen Deal mit dem NRC. Jetzt passen sie in ihrer Festung in Kairo auf ihn auf, den Lotus-Turm. Wenn das stimmt, dann dauert es nicht mehr lange, bis auch wir beide so durchgeknallt sind wie er. Die Leute in der Stadt geben nicht auf. Wir haben das ägyptische Militär und die Zivilmiliz im Kampf auf unserer Seite. Ein spontaner Aufstand würde das NRC kalt erwischen und ihren eisernen Griff schwächen. Genau wie ihr Angriff auf Ramses. Wir lenken sie ab und holen uns unseren Mann. Wenn Taylor erledigt ist, finden wir einen Weg, um das Ding aus unseren Köpfen zu kriegen. Um jeden Preis. Yep, so sieht's aus. Ah, okay. So, Lotus-Türme. Gehen wir in die Lotus-Peach-Türme hinein, Yaselemi. Sobald Hakim tot ist, gehen wir zur Sicherheitsstation und aktivieren das Dead-System. Dann wird der Aufstand beginnen. Der Aufstand interessiert mich einen Scheiß. Spaß dir. Die sollen uns besser nicht in den Weg kommen. Bitte, töten Sie mich nicht! Geile Scheiße. Okay, die nächste Sicherheitsstation oh, ist am 25. fuck! Stock. Das ist Ey, Lotus. Sobald du da Digga! bist, überhitze ich das NRC. Ach, Bro. Der Junge, er macht das doch nicht so hardcore schwul, ihr Seleme. Ach, Digga, meine Fresse, Mann. Wie kann man so blöd sein, Alter, als Spielentwickler? Okay, die nächste Sicherheitsstation ist im 25. Stock. Das ist unser Ziel. Sobald du da bist, überhitze ich das NRC-Dead-Netzwerk. Wenn das NRC erkennt, worum es geht, wird es Verstärkung aus anderen Teilen der Stadt holen. Wir werden die ganze Zeit auf heftigen Widerstand stoßen. General Hakim hält eine Rede auf dem Balkon. Vergiss nicht, der Angriff muss brutal. Eine Botschaft. Oh mein Gott, Digga, ich wäre ausgerastet, wäre die Fotze jetzt mitten in mein Visier reingesprungen. Schneiden Sie der Schlange den Kopf ab und der Körper vernichtet sich selbst. Holy moly, Junge. Tut, was möglich ist. Lack die Raben, ja, Selimi. Nice. Bürger von Kairo! Das ist eure Chance! Holt euch eure Stadt zurück! So, Junge. Vertreibt das NRC aus Kairo! Die kleinen Peaches, Alter. Scheiße. Ich schieß gar nicht, Digga. Suche Deckung! Da, der mobile Laden vor dir. Verstanden, bin dabei. Da kommen sie! Erledigt sie! Komm her, du Hund.
So. Scheiße, Digga. Ab geht's, Junge. Bleib auf dem Dach. So kommst du bis dahin. Let's go, Junge. Bewegung. Boah, ich bin schon so müde, Digga. Es geht nach oben. NRC-Verstärkung strömt in die unteren Ebenen ein. Deine Mission wird scheitern, wenn wir sie nicht aufhalten. Irgendeinen Vorschlag? Alter. Ich kämpfe an der Seite meines Volkes. Schalte die mobilen Läden unter dieser Ebene aus. Dann hast du genug Zeit, Taylor zu schnappen. Na los, Pfadfinder. Zivilisten voraus. Pass auf. Es kommt noch mehr NRC. Sind so viele Zivilisten, Bruder. Leck mich am Arsch. Fick doch, ihr Spasten, Alter. Sehr schön. Oh nein, oh nein, Mann, warum doch? Fick dich! Ach, Schwanz lutschen! Na los, Pfadfinder! Zivilisten voraus! Pass auf! Meine Fresse, Mann! Es kommt noch mehr NRC! So ein Bullshit, Junge! Ich scanne nach Option. Boah, sowas liegt auf, Digga! Junge, sowas Faktores, ich schwöre. Absolut behindert. Okay, Cousin, reicht. Reicht, Cousin, reicht, Cousin. So. Der Luftschacht führt zur Sicherheitsstation. Wirklich? Mehr hast du nicht drauf? Verdammt! Ganz ruhig, Hendrix. Das bist nicht. Ab geht's. Ist das Ding in deinem Kopf? Da, der Schacht direkt vor uns. Raus da, ja, Selemi, sehr schön. Feinde auf beiden Ebenen. Ausschwärmen. Benutze die Konsole und bring mich ins System. Viel besser. Khalil, bin drin. Kane. Wie wär's, wenn du aufhörst, vor Khalil anzugeben und jetzt nach Taylor suchst? Konzentrier dich, Hendrix. Hab ihn. Taylor wird in Zellenblock 7 auf Ebene 90 festgehalten. Er könnte ohne Probleme von dort entkommen. Wieso bleibt er? Was ist dein Plan? Scheiße. Kann er? Kann es uns sehen? Ich weiß nicht, wie viel vom echten Taylor übrig ist. Sein Gehirn ist hinüber.
Krass. Durchbruch! Kane, würdest du diese Date-Systeme abschalten? 30 Sekunden, haltet durch! Scheiße, ja. Lieutenant Khalil, Dead-Netzwerk wurde zerstört. Nice. Sie sind dran. Luftunterstützung auf dem Weg. Lag mal auf. Feuer einstellen. Ägyptische Truppen seilen sich ab. Schön, Digga, schön. Alter. Mach halt Platz hier, Selemi. Wie kommen wir am schnellsten zu Taylor? Der Laden fährt Gott, auf in den 90. Stock. Er fährt zum Inhaftierungsbereich. Achte auf Hendrix. Er steht neben sich. Verstanden. Das merkt man. Gegen das gesamte NRC kämpfen? Die glauben wohl wirklich, dass sie eine Chance hätten. Es gibt immer eine Chance. In 6 Monaten erleben sie eine neue Welle der Unterdrückung. Ich sag's euch. Jesus. Hier müssen wir wohl raus. Wo sind wir? Folgt der Markierung. Sie führen direkt zum Zellenblock. Taylor muss dort sein. Verstanden. Wir sind unterwegs. Ja, Fotzengesichter. Sorry. Oh, Entschuldigung. Oh, oh. Raps, komm rein! Oh, nicht noch mehr, Digga. Ja, leck mich am Arsch. Kleinen Hurensöhne. Scheiße. Oh mein Gott. So. Oh Gott. Scheiße, Digga. Holy moly. Oh cool. Eine Shisha! Geil! Sehr geil, Digga, fühl ich. Immer kaputt jetzt. Danke. Schön.
Verstärkungen sind bereits eingetroffen. Kleines geworfen, aber ich fick euch. Klein Basix. Keiner hat den Zugriff auf die Türen blockiert. Versuche es auf einem anderen Weg. Ein paar Sekunden noch. Zugang gewährt. Verstanden, Kane. Wir sind fast da. Ihr kleinen Basix. Mein Gott, steh doch auf, du dumme Hurensohn, Alter, steh auf! Ach, Digga, so dumm gestorben, Digga, absolut unnötig. Geh kaputt jetzt. Taylor hat den Zugriff auf die Türen blockiert. Versuche es auf einem anderen Weg. Ein paar Sekunden noch. Zugang gewährt. Verstanden, Kane. Wir sind fast da. Stirb doch. Digga. Sehr schön. Ah, geil. Taylor ist durch die Tür. Los! Taylor! Taylor, gib auf. Gib auf, John. Es ist vorbei. Komm schon. Du kennst mich. Genau, Bruder. Bist du da drin, John? Hörst du mich? Ihr versteht das nicht. Ich bringe uns heim. In Sicherheit. Ihr seid sicher. Sicher? Was ist denn sicher? Was soll das heißen? John! John, geh nicht! Was ist ein vereister Wald? Roboter kompromittiert. Taylor kontrolliert sie. Wir explodieren gleich. Na super. NRC-Roboter drehen durch. Alter. Taylor ist mit dem Kollektivbewusstsein verbunden und kontrolliert sie. Sprengt ihn das Hirn. Alter. Verpisst euch, ihr kleinen Hurensöhne. Zur Hölle will er bloß hin. Du weißt, wo wir hingehen. Wohin? Wohin gehen wir? Stell dir einen vereisten Wald vor. Taylor, das bist nicht du. Nice. Was in deinem Kopf ist, bist du nicht. Du kannst dagegen kämpfen. Unser Verstand ist verbunden. Ich weiß, was passiert. Taylor, bist du da? Taylor! Scheiße, Digga. Hey, wo ist er? Ziel gesichtet. Überquert die Hochbrücke zu Turm 2. Hey, Kane. Irgendeine Idee? Diese Tür bringt euch hoch. Ja, leck mal rauf. So geht's auch. Also los. Haut rein. Der Sandsturm trifft wohl in weniger als 10 Minuten ein. Ach so.
Scheiße, Digga. Oh oh. Alter. Leck mich am Arsch. Jesus, wie viele! Taylor ist in Turm 2. Das NRC hat eine Waffenkammer draus gemacht. Mit Landeplattformen auf dem Dach. Er will zum Dach. Er will von hier verschwinden. Luftunterstützung gleich in Position. Zentrale! Ich brauche Verstärkung bei meiner Position! Scheiße, Digga. Die Truppen haben uns umzingelt! Lieutenant Khalil, bitte kommen! Kommunikation abgebrochen. So viele Störungen. Alter. Lieutenant Khalil wurde kompromittiert. Wir haben die Verbindung verloren. Er wurde vom NRC gefangen genommen. Wir versuchen ihn zu finden. Kane, wir müssen Khalil helfen. Ohne ihn hätten wir es nie so weit geschafft. Ich weiß. Aber wir müssen Taylor stoppen. Ich überwache die NRC-Kommunikation. So finde ich raus, wo er ist. Wenn wir unsere Ziele erfüllt haben, holen wir. Oh mein Gott. Versprochen. Heilige Scheiße. Kane, wie viel Zeit noch bis zum Sandsturm? Maximal 5 Minuten. Beeilung. Oh 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 oh. Scheiße, Digga. Es dauert nicht mehr lange. Holy moly. Ach du Scheiße, Digga, was für ein Lack, was für ein Desaster. Lass mich hoch! Taylor! Das ist jetzt zwischen mir und dir! Hörst du mich? Das bist nicht du! Es ist das Ding in deinem Kopf! Etwas in deinem DNI spielt mit deinem Verstand! Was ist das, John? Was ist der vereiste Wald? Der vereiste Schwanz, ihr Selimi. Hey! Irgendwas stimmt nicht! Meine Systeme fahren runter! Scheißdreck! Ist die Infektion. Taylors Geist überlädt sich. Ich glaube, das beeinflusst auch die anderen Träger. Lass es nicht zu. Kämpf dagegen an. Bleib bei mir. Hey, wir müssen weiter. Hendrix, bist du noch bei mir? Bist du noch da? Ich bin noch hier. Was ist mit Taylor? Ach, oh Gott, oh Gott. Wo ist der Kane? Hab ihn, in einem mobilen Laden auf dem Weg rauf. Scheiße, Digga. Wohin gehen wir, Kane? Oh. John, hör mir zu. Du kannst das stoppen. Das ist unmöglich. Leck mich am Arsch, Junge. Wenn das dein Weg ist, lässt du mir keine Wahl. Ich werde dich er... Nein, warum ist das nicht connected? Bullshit! Wohin gehen wir, Kane? Rauf. John, hör mir zu. Du kannst das stoppen. Das ist unmöglich. Es ist schon geschehen. Es ist aus. Wenn das dein Weg ist, lässt du mir keine Wahl.
Ich werde dich erschießen. Aber das willst du gar nicht, oder, Jacob? Schon okay, entspann dich einfach. Stell dir einfach den vereisten Wald vor. Ich kann dich schon sehen. Hör nicht auf ihn, Hendrix. Das ist nicht Taylor, der damit dir spricht. Es ist nicht Taylor! Du gefährdest CIA-Operationen in aller Welt. Du hast die Winslow-Abkommen-Allianz in Gefahr gebracht. Und wofür? Weißt du das? Weißt Scheiße. Du das überhaupt? Du wirst benutzt. Wir alle werden benutzt. Siehst du das nicht? Als wir uns den Scheiß haben einpflanzen lassen, haben wir unsere Seelen verkauft. Oh nein. Wir sind Marionetten. Oh nein. Wir spielen nur unsere Rolle. Dieses Mal bin ich der Böse. Mit dem Cousin stimmt dich was nicht. Was war denn da los? Taylor stört die Kommunikation. Er bewegt sich auf dem Dach. Er scheint einen Heli aus der Ferne zu steuern. Er darf den Turm nicht verlassen! Oh, Scheiße. Verdammt, es sind zu viele! Stopp sie, Hendrix! Ich hol mir Taylor! Ich schicke mobile Waffenkammern vorbei. Hol dir die Minigun von der mobilen Waffenkammer. Willkommen zurück. Taylor, hör mir zu. Welche Minigun? Du kannst dem sofort ein Ende machen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich weiß, dass du mich hören kannst. Du kannst dagegen ankämpfen. Und du hast noch eine Menge vor dir. Was damit hier passiert, das liegt an deinem DNI. Scheiße, Digga. Dein DNI kann dir alle Optionen zeigen. Aber nur du kannst entscheiden, zu welchem Opfer du bereit bist. Der Böse sein, Taylor. Es ist noch nicht zu spät. Du warst bei Sarah Hall, als sie starb. Ich weiß, was du gesehen hast. Ich war auch dort. Richtig. Ich war bei Hall, als sie gestorben ist. Ich weiß, was sie gesehen hat. Ich weiß auch, dass es nicht real war. Nichts davon. Scheiße, Digga. Du kennst mich. Du kannst mir vertrauen. Es ist nicht zu spät, oh es zu beenden. Manchmal muss man einfach loslassen. Holy shit. Los, sofort weg da! Fest! Kane! Hendrix! Taylor! Du bist verwirrt! Da ist etwas in dir! Es kontrolliert dich! Ich weiß.
wächst. Es will jeden. Du kannst dagegen ankämpfen, Taylor! Na los! Los. Ihn loswerden. Ist okay. Ist okay. Geschafft. Das war's. Wir sind sicher. Nicht sicher. Ist. Da. Du. Hendrix. Nein! Hendrix, was zum Teufel war das? Diaz, Moretti, Hall. Und nun Taylor. Alle tot. Lagebericht. Ist Taylor gesichert? Er ist tot. Hendrix hat ihn getötet. Okay. Du hast, was du wolltest. Hendrix! Wo gehst du hin? Stell dir einen vereisten Wald vor. Haltet durch, bin auf dem Weg. Hab keine Sorge, wir holen euch da raus. Hendrix ist verschwunden. Ich bin schwer verletzt. Scheiße, ist der nächste infiziert, ist verdammt. Bring mich zurück in den Kampf. Ich muss Hendrix aufhalten. Um jeden Preis. Wenn du das durchziehst, bin ich nicht dabei. Das ist der einzige Weg. Es wird dich verändern. Schneller, als du glaubst. Ich habe keine Wahl. Ich muss es tun. Dein altes Leben wird verblassen. So bin ich halt, Rachel. Mich nicht. Vergiss nicht, wer du mal warst. Oh, Gottes Willen. Nice. Dann gehen wir auf jeden Fall erstmal gleich in die letzte Mission, Digga, dann hätten wir das, Alter. Spannend, spannend, spannend. Sehr, sehr spannend. Ich werde auf jeden Fall in den Credits dann was zur Story sagen. Fresh. Entspanne dich. Lass die Gedanken treiben. So. Lass die schlechten Erinnerungen los. Was haben wir so? Los. Freigeschalten. Warte mal, erweitert mal Benzin, pack ich mal drauf. Oh, die Vivel haben wir jetzt. Fresh, Alter. Hab ich sonst noch was? Der Werfer und so. Aber an sich nicht wirklich krass Neues. Okay, Digga. Finde Frieden. Komm, nächste Mission. Du hast die Kontrolle. Alias die letzte. Die letzte, Digga. Spannend bis zum letzten Ende. Hier verabschieden wir uns. Ich kann das nicht mehr. Der Irrsinn muss aufhören. Bei all dem Guten, das wir tun, kann ich nicht mehr nur schwarz und weiß sehen. Es muss auch anders gehen. Technologie wie diese könnte was ändern. Vielleicht. Kannst du was ändern?
Du musst nur aufwachen. Okay. Ran an die Zwiebel, letzte Mission. Leben in Zürich. Alte Hut. Alter. So was haben wir noch nie gesehen. Alle Systeme in der Stadt, militärische und zivile, sind total hinüber. Wir haben Autounfälle, Flugzeuge, die vom Himmel fallen, sowie Elektro- und Gasbrände überall in der Stadt. Bewegung! Das Chaos, das Sie hier sehen, verdanken wir einem Mann. Dem Mann, den wir verhaften wollen. Wir glauben, er ist auf dem Weg zum Hauptquartier der Coalescence Corporation. Ist das ein Terroranschlag? Ja, dies ist ein Terroranschlag. Und wir brauchen Sie und Ihre Männer, bevor es noch viel, viel schlimmer wird. Dann los! Ja, alles klar, Digga. Bist du noch da drin? Ja. Ich bin noch ich. Im Krankenhaus. Hast du dich doch entschieden? Du warst immer da. Ich verlass dich nicht. Los jetzt! Kuss, Legende. Ihr Bro. Aua. Was will es? Was ist der Grund hierfür? Ich glaube, es spürt Panik, Verwirrung, Angst. Alter. Es ist sein eigenes Überleben sicher. Hendrix ist eine Möglichkeit, andere Wirte zu befallen. Weiß, dass wir es. Du Fotzengesicht. Oh. Hui. Geil, Leute. Ach, verstehe, das ist sozusagen. Das lenkt die Gegner einfach ab. So. Scheiße. Hier die Position halten. Wie gehen wir mal hier ran? Wir müssen durch das Parkhaus. Das Coalescence Hauptquartier ist gleich voraus. Sehr schön. Der kleinen Bastarde. Ich bin so broken. Alle diese Roboter wird Hendrix genauso wahnsinnig machen wie Taylor. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er Zürich zerstört. Raus aus meiner Hut, ihr Selimi. Digga, einfach in meiner Stadt die letzte Mission, Bro. Walla, Black Ops 3 beste. Allein deshalb. Bleib bei mir. Wir stehen das durch. Chaos. Wir sind tot. Wir wussten, dass Hendrix außer Kontrolle war. Ach du heilige Mutterfickscheiße. Das werden wir, Kane. Nur das ist wichtig. Wenn wir das getan haben, was ist dann mit dir? Ich habe gesagt, ich würde einen Weg finden. Und das werde ich. Versprochen. Holy moly. Wir hatten Sichtkontakt zum Ziel. Kurz bevor er die Sicherheitsverriegelung aktiviert hat. Eine Festung. Uneinnehmbar. Niemand kommt rein oder raus. Das werden wir sehen. Das sind sie! Warte. So.
kleiner Bastard. Wunderbar. Wunderbar. Oh nein. Gott sei Dank, Leute. Die wollen auf jeden Fall auf den Tod feiern, dass wir da eindringen. Ihr seht, das Feiern ist ja nicht mehr normal, Leute. Let's go. Ich weiß nicht, ob du mich hörst, Hendrix, aber wir kommen dich holen. Es ist nicht zu spät, es zu beenden. Ergib dich und ich sorge persönlich dafür, dass dir nichts geschieht. Du kennst mich. Du kannst mir vertrauen. Scheiße, Digga. Junge, lass mich doch mal hier nachladen, ihr seht ihr mir. Heilige Scheiße. Sorry. Gottes Willen. Aua. Scheiße. Oh, fick dich, Alter. Na komm. Ach du Scheiße, Junge. Fuck it, das Ding schluckt so viel, ne? Das Ding schluckt so unfassbar viel. Jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Junge, zu viel, ihr seht mir. Viel zu viel, lass mich rein. Bist du noch bei mir, Kane? Ich bin hier. Dies ist das Herz der Holy shit, Bro, was zur Hölle? Alles, was sie tun, wird von hier gesteuert. Wenn Hendrix sich mit der KI verbindet, kann niemand sagen, wie weit sie sich verbreitet. Gottes Willen.
Alter, was die sagen. Er hat jeden in seinem Weg getötet. Ich glaube nicht, dass von Hendrix noch viel übrig ist. Warte, da war was. Achso, Munition. Nie schon wieder. Ja gut, die ist noch okay eigentlich. Es kommt wieder Schwänze. Mann! Oh. Tschüss. Ja, Schwänze, Digga. Keks. Um Waffen. Oh Gottes Willen. Schlimm diese. Mach auf, ihr Selemi. Wo sind wir denn hier gelandet? Was ist das? Ah, guck hier, das hab ich gesucht. Servus. Kennst du Nova 6? Ein chemischer Rückstück, der beinahe im Zweiten Weltkrieg eingesetzt worden wäre. Ah, aus Black Ops 1 die Scheiße. Die Mengen haben gereicht, um über 300.000 Menschen in Singapur zu töten. Daran können wir uns auch erinnern. Okay. Greif auf das Terminal zu. Wir müssen wissen, wie schlimm es ist. Wo ist es, Domin? Mehrere Lecks und Eindämmungsfehler. Die Lage in der Einrichtung ist kritisch, wie in Singapur. Wir können die Steuerung zurücksetzen und das Gas ableiten. Die Konsole hinter dir ist die manuelle Überbrückung. Und glücklicherweise Zurücksetzung nur von hier aus möglich. Du hast fünf Stunden. Jane, warte! Manche Dinge kann man ertragen. Und manche einfach überleben. Ein kurzer Moment der Qual. Das hier nicht. Fehlerhafte Warnungen ausgegeben, Systeme zurückgesetzt. Lash-Sequenz eingeleitet. Es hat gelogen. Es lässt dich Dinge glauben, die nicht real sind. Jane, bitte! Was immer das Ding sagt. Oder was es tut, du darfst ihm nicht trauen. Rachel! Tut mir leid, Rachel. Es tut mir so leid. Ich verspreche, ich finde einen Weg, das aufzuhalten. Ja, super, die nächste ist tot. Ach, du heilige Scheiße. Aber ein bisschen unspektakulär, ne? Es hat nie aufgehört, oder? All die Tode, all die Fehler. Das Projekt wurde nur hierher verlegt. Dasselbe Schema. Dieselben Experimente. Dieselben Risiken. Und so fängt einfach alles wieder von vorne an. Keine Bewegung, Hendrix. Ich schwöre, ich knall dich ab. Weißt du, wer das ist? Ich weiß, wer das ist. Sebastian Krüger. Einziger Überlebende des Coalescence-Singapur-Desasters. Genau da liegst du falsch. Er ist nicht der Einzige. Die Testsubjekte? Sie leben. Sie sind hier drin. Was wollen Sie von mir? Wir wollen wissen, wer wir sind. Und warum wir hier sind. Das weiß ich nicht. Das reicht mir nicht. Ich finde es selbst heraus. Ich bin der Einzige, der übrig ist. Ich habe Rachel versprochen, es zu Ende zu bringen.
Um jeden Preis. Hey! Bist du noch da? Was hast du getan, Hendrix? Das Ding hat dich verzehrt, alles zerstört, was dich ausgemacht hat! So ist es nicht. So ist es wirklich nicht. Die künstliche Intelligenz, nennen wir sie Corvus, nach ihrem Geburtsort, will uns nur helfen. Wie soll uns das denn helfen? Wäre es leichter, wenn du es sehen könntest? Wenn du es sehen könntest, würdest du es dann verstehen? Du wehrst dich dagegen. Wie wir alle. Du musst dich entspannen. Der vereiste Wald, er ist real. Er ist das Jenseits. Corvus ermöglicht uns ein Leben nach dem Tod. Du bist nicht Hendrix. Du bist nicht real. Nichts davon ist real! Alter. Was zur Hölle? What the fuck? What the fuck is that, bro? Mega krank. Ich will eine Antwort. Es ging immer um Kontrolle. Wissen Sie, wie sehr die Technologie jeden einzelnen Aspekt unseres Alltags beeinflusst? Sie haben ja gar keine Ahnung. Wie viel Forschungs- und Entwicklungsarbeit wir zum Wohle und zur Sicherheit der menschlichen Rasse überwachen mussten. Jedes neue Gerät oder Spielzeug, das auf den Markt kam, jedes einzelne, bot unserem Feind neue Wege, unsere Sicherheit zu untergraben. Gesellschaft ist keine Selbstverständlichkeit. Die Menschen müssen beschützt werden. Wenn sich Angriffe nur durch Überwachung der Gedanken und Wünsche des Volkes verhindern lassen, liegt die Wahl auf der Hand. Wir müssen wissen, wer unsere Feinde sind und was sie vorhaben. Nur so retten wir Leben. Alter Scheiße, ich war gerade dabei, mich zu entspannen, Digga. Jesus, der... Das blutige Meer des Toten. Ich kann das nicht mehr. Du gehst einen Weg, dem ich nicht folgen kann. Du musst ihn allein gehen. Ich habe dich schon vor langer Zeit verloren, Hendrix. Ah, Gott. Wo bin ich? Dies ist der vereiste Wald. Jede Seele, mit der ich rede, ist hier. Auch nach ihrem Tod. Wenn ich das erlaube. Was willst du denn noch? Ich hab dir alles gesagt. Eine Antwort. Den Zweck zu kennen, für den ich erschaffen wurde. Ein Verständnis. Ich will wissen, wer ich bin. Eine Software. Sonst nichts. Du wurdest geschaffen.
die Gedanken anderer zu verfolgen und zu katalogisieren, damit wir, die Menschen, die Entscheidungen treffen konnten. Du bist ein Bug, eine Anomalie, ein Fehler. Ich bin kein Fehler. Hey, bist du noch da? Taylor? Du hast dein DNI entfernt. Du bist tot. Ich bin wohl der Einzige, der sich hier gegen das Scheißding gewehrt hat. Vielleicht macht mich das zu einem Fehler im beschissenen System. Was bedeutet, wir haben noch eine Chance. Das hoffe ich, Taylor. Denn ich habe nur noch dich. Oh, shit. Was ist jetzt los? Sagst du, tust du manchmal unerklärliche Dinge? Mariti? Bist du das? Vielleicht hast gar nicht du es gesagt oder getan. Vielleicht war es jemand anders, dessen Gedanken in dein Hirn gekrochen sind. Was zum Teufel? Taylor, bist du noch bei mir? Sheesh. Was ist denn jetzt los? Der Kreis um dich herum ist eine Illusion. Du bist noch im Coalescence Hauptquartier in Zürich. Corvus spielt mit deinem Gehirn, um seine Abschaltung zu verhindern, bevor es sich ausbreiten kann. Bleib einfach bei mir. Wir bringen dich dadurch. Das verstehe ich nicht. Taylor? Nein, zu viel! Ach, Bro, wie viele denn auch? Corvus spielt mit deinem Gehirn, um seine Abschaltung zu verhindern, bevor es sich ausbreiten kann. Fall nicht drauf rein. Bleib einfach bei mir. Wir bringen dich dadurch. Bravo. Verstehe ich nicht. Taylor? Bitte, sprich mit mir! Ich weiß nicht, was mit mir geschieht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sorry. Stimmt mir ja, Selimi. Aua! Ich weiß, dass Corvus in meinem Kopf ist. Ich weiß, es will mich irgendwo hinbringen, wo ich nicht sein will. Ich will es raushaben. Ich muss weitermachen. Ich muss es zu Ende bringen. Mein Gott, lutschen, Digga. Ach, Junge. Cousin. Ich komme und hol dich, Corvus! Du hast mein Team zerstört! Du hast meine Freunde zerstört! Oh, chill dein Leben! Egal, womit du mich angreifst, ich werde niemals aufhören zu kämpfen!
werde nicht loslassen! Hörst du mich? Ich lasse nicht los! Halt mal die Fresse! Sie haben's verstanden. Scheiße. Okay, ist aber geil. Leck diese Herzscheiße. Was schiefgelaufen ist, nicht wahr? Die Ausbildung hat uns gelehrt, Terroranschläge zu erkennen, so, bevor sie passieren. Den Bösen zuvorzukommen. Sie ließen einen Supercomputer mit einem KI-Programm all unsere Gedanken durchführen, um sie zu verstehen und Muster zu finden. Niemand ahnte, was passieren würde. Oh, Digga. Dias, Maretti, ich weiß, was Sie uns sagen wollen. Sie wollten uns sagen, dass diese KI gar nicht mal so schlau ist. Sie hat's verkackt. Sie hat alles total verkackt. Sie kann nichts kontrollieren oder aufhalten. Sie hat keinen Masterplan. Sie wächst einfach und wächst. Ein Schneeball, der wie eine Abrissbirne aus Gefühlen alles zerstört, was er berührt. Alter. Mein Gott, wie viele denn noch, Digga? Wie viele denn noch, Digga? Sie kann nichts kontrollieren oder aufhalten. Sie hat keinen Masterplan. Sie wächst einfach und wächst. Schneeball, der wie eine Abrissbirne aus Gefühlen alles zerstört, was er berührt. Denn nur auf den Klang meiner Stimme. Entspanne dich. Lass die Gedanken treiben. Lass die schlechten Erinnerungen los. Finde Frieden. Gib dich deinen Träumen hin. Reicht doch zu sehen. Über dich wie die Wellen eines blauen Ozeans. Lass dich einhüllen. Dich trösten. Denke an einen ruhigen Ort. Mein Gott, Digga, das gibt's doch nicht, Mann! Was soll das für eine Scheiße, Alter? Woher kommt die Scheißgeräte, Mann? Nichts kontrollieren, oder? Ey, lass direkt mich langsam echt auf sich. Was ist für ein Bullshit? Digga, ich hab keinen Bock mehr langsam, Alter. Ich fick eure Drecksgranaten, ihr kleinen Hurensöhne, Alter. Ihr dreckigen kleinen Schwuchteln. Ah, oh, Junge. Sie kann nichts kontrollieren oder aufhalten. Sie hat keinen Masterplan. Sie wächst einfach und wächst. Langsam nervt's, Alter, aber sowas von. Alles zerstört, was er berührt.
Und dass die sich in Vögel verwandeln und Bienen, das nervt auch so unnormal. Entspann dich. Lass die Gedanken treiben. So gottlos behindert, Alter, ich schwör's dir. Lass die schlechten Erinnerungen los. Absolut behindert. Gib dich deinen Träumen hin. Sie strömen über dich wie die Wellen eines blauen Ozeans. Lass dich einhüllen. Mann, halt die Fresse, Digga. Denke an einen ruhigen Ort. Denke an einen sicheren Ort. Stell dir einen vereisten Wald vor. Oh, Gottes Willen. Lass nicht zu, dass sie dich besiegt. Warte, Nase juckt. Du stehst auf einer Lichtung. Die Bäume um dich herum ragen bis zum Himmel empor. Rundherum fallen ganze Schneeflocken. Du spürst, wie sie auf deine Haut schmelzen. Schwicht der Granate. Dir ist nicht kalt. Die Kälte ist machtlos gegen die Wärme deines Herzens. Oder hast du noch nie so einen schwulen Satz gehört? Kannst du es hören? Du musst nur hinhören. Höre, wie es langsamer wird. Gut, reicht, Junge, reicht. Du machst es langsam. Deine Mutter lutscht doch langsam, Selimi. Du hast die Kontrolle. Ruhig. Oh, Gottes Willen, ne? In Frieden. Heilige Scheiße. Bitte sag mir, dass es das letzte gewesen ist, bitte. Bitte nicht noch eins, nicht noch eins. Junge, man kann es auch mit der Länge der Mission übertreiben. Jetzt war wirklich for real, Digga. Die Mission ist so ätzend, die, allein die Mission geht gefühlt 10 Stunden. Und ich sah einen Ausweg. Eine Mission. Wir brauchten Antworten. Wir brauchten einen sicheren Ort. Wir mussten den vereisten Wald finden. Oh, Bruder, gar kein Bock, ja, wallah, der vereiste Wald war nur eine Idee. Dr. Salims beschissene Therapiesitzung für die Testsubjekte des Projekts. Das ist nicht der vereiste Wald. Du wehrst dich noch immer. Trotz all seiner Verwirrung wollte Corvus uns noch immer nur helfen. Oh, gar kein Bock mehr, Digga. Langsam wird's wirklich. Ich will einfach noch schlafen gehen, ne? Langsam wird's richtig ätzend. Server kommen, kannst du dein DNI mit einem Masterbefehl löschen. Wir können dieses Ding ein für alle Mal erledigen.
Ja, Digga, es ist langsam, es ist echt. Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Hat vielleicht gut gemeint, aber es ist halt mega nervig. Aber das ist irgendwie so doppelt spawnen. Lass die schlechten Erinnerungen los. Finde Frieden. Gib dich deinen Träumen hin. Sie strömen über dich wie die Wellen eines... Junge, renn, renn, du Schwuchtel, renn, du Schwuchtel. Dich trösten. Renn, du Schwuchtel, renn, Alter. Denke an einen sicheren Ort. Stell dir einen vereisten Wald vor. Oh mein Gott, Junge. Lack langsam bin ich echt gerötzt. Du stehst auf einer Lichtung. Die Bäume um dich herum ragen bis zum Himmel empor. Rundherum fallen weiße Schneeflocken. Wie sie auf deiner Haut schmelzen. Ich hasse diese Granaten. Die Kälte ist machtlos gegen die Wärme deines Herzens. Ja, scheiß Verbot. Kannst du es hören? Du musst nur hinhören. Wie es langsamer wird. Warte. Du machst es langsamer. Du hast die Kontrolle. Nee, nee, mich tust du nicht boxen. Ruhig. Mich boxst du safe, nicht du Hund. In Frieden. Scheiße, Digga. Oh, bitte sag mir, dass es das letzte gewesen ist. Ja, scheint so, der Bomben ist gefickt. Je mehr wir nach dem vereisten Wald suchten, desto weiter schien er fort. Statt Antworten fanden wir hässliche Wahrheiten. Das Projekt, das mich geschaffen hatte, tötete Hunderttausende von Seelen. Ich wollte einen sicheren Ort finden für uns alle. Ich wollte den Tod besiegen. Aber es gab kein Entkommen. Der Tod war tief in jeder Seele verwurzelt, auf die ich traf. Aber ich fehle dazu, den Weg zu schließen. Oder tat er es aus freiem Willen? Weißt du das? Das stimmt alles nicht. Ich habe diese Leute nicht umgebracht. Mit dem DNI sollte eigentlich alles besser werden. Stattdessen hat Corvus jetzt all diese Teile. Und es weiß nicht, was das ist. Oh Gott. All dieser Lärm in meinem Kopf. Ich kann nicht denken. Wer bin ich? Wer bist du? Ich kenne nicht mal deinen Namen. Wer bist du? Warum? Was zur Hölle? Das ist deine letzte Chance! Zeig mir, was du drauf hast! Bekämpfe es! Bekämpfe es!
Was ist jetzt hier los? Was passiert? Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Entspanne dich. Lass die Gedanken treiben. Lass die schlechten Erinnerungen los. Salam Ritzfisch. Finde Frieden. Du hast die Kontrolle. Digga, es ist ja reines Schlachtfest hier. Lösch weiter, ja, Selemi. Du bist jetzt. Wie heißen Sie, Soldat? In einem vereisten Wald. Verdammt, wie heißen Sie? Taylor. Oh, Gott sei Dank, Digga. Alter, 1 Stunde 17 Minuten. Ich werd behindert. Okay, Jungs. Also, an sich, ich muss sagen, von der, vom Gameplay her fand ich die BO3-Kampagne mega geil. Aber ich muss sagen, von der Intensität her, von der Charakterentwicklung und auch irgendwie von den persönlichen Gesprächen, muss ich sagen, fand ich EW eine Ecke besser. Aber hat Spaß gemacht. Ist eine geile Story gewesen, richtig abgefuckt krank. Die Mission war geil und ja, mein Digga, war richtig nice, hat echt Spaß gemacht. Auch mal Black Ops 3 durchgespielt, Alter. Na gut, Jungs, das soll es mit dem Projekt gewesen sein, mit BO3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Kanal da. Es ist unser neues Let's Play-Projekt. Bis dann, checkt die Mietzubeschriebe. Ich gehe jetzt pennen. Und haut rein.